Es war sehr, sehr anstrengend auf jeden Fall. Es war ein ganz intensives Spiel. Die Temperaturen waren der Wahnsinn. Wie du schon gesagt hast, viele, viele Zuschauer. Natürlich sind beide Mannschaften am Anfang nervös und von daher war es ein toller Auftakt, super intensiv. Ja, und ich denke, wir können auch mit uns und mit dem Ergebnis im Endeffekt zufrieden sein. Ja, vielleicht, wir hatten schon gute Chancen. Andererseits hatte Wolfsburg in der zweiten Halbzeit auch viel Ballbesitz, viel vom Spiel. Von daher glaube ich, mit einem Punkt auswärts beim Meister muss man dann auch einfach mal zufrieden sein, ohne einen Vorwurf an irgendjemanden zu machen. Das geht Gott sei Dank ganz einfach, weil unsere deutschen Spielerinnen ja eigentlich auch alle Englisch verstehen und ich habe halt auch Englisch studiert, deswegen muss ich das im Spiel nicht bewusst machen. Also ich rede mal so, wie es gerade zu der Situation passt und ich glaube, da können sich alle drauf einigen, das funktioniert ganz gut für uns. Ich erwarte mir natürlich auch eine tolle Kulisse. Ich hoffe, dass viele Leute kommen, um uns zu unterstützen. Das ist auch für uns was Besonderes. Wir freuen uns jetzt, im Herzen der Stadt zu spielen, in so einem traditionsreichen Stadion. Und ja, wir wollen auf jeden Fall dann natürlich den ersten Heimsieg auch holen, einfach um auch gut in die Saison zu starten. Das wäre dann wichtig fürs Selbstbewusstsein. Oh, abwarten. Jetzt haben wir 1 von 22 hinter uns. Das lief schon mal ganz gut. Und nächste Woche gehen wir das nächste an und dann schauen wir mal weiter.